So, weiter geht's mit einer Runde im Kolosseum. Ich muss dazu sagen, wir waren hier an dieser Stelle echt ein bisschen unbeholfen, auch ein bisschen unerfahren. Das war unser erster, ich sag jetzt mal, unser erster kompletter Kolosseum-Run. Hat ein bisschen Nachsicht mit dem Ganzen. Wir haben natürlich jetzt sehr viele Noob-Fehler gemacht, da gehe ich auch gleich mal drauf ein, welche Fehler das waren und welche ihr vielleicht einfach nicht machen solltet, damit ihr halt eben einigermaßen angenehm hier eure Sachen farmen könnt. Denn so wie wir gemacht haben, würde ich es euch nicht empfehlen. Das größte oder das erste Problem war einfach schon mal viel zu viele Leute. Also wir dachten uns halt so, ja, perfekt, ein Tank, einen Ringmaster, einen Healer, Damage-Dealer am besten, je mehr, desto besser und so weiter. Der Grundgedanke war natürlich schon so, damit wir halt so schnell wie möglich das ganze Ding schaffen. Allerdings war es natürlich jetzt nicht der beste Weg, sagen wir so. Genau, Grund ist im Prinzip einfach, dass auf CW Live für jeden Spieler die HP um weitere 100% steigen. Das heißt, mit einem Damage-Dealer ist es genauso schnell wie mit 8 Damage-Dealern oder genauso langsam. Wenn man natürlich noch mit Tanks mit reinnimmt, dann bringen die natürlich nochmal 100% HP-Effekt. Und dann macht das Ganze jetzt nicht sonderlich viel Spaß. Genau, wir sind hier, ja, also, ich glaube, ihr seht's. Wir haben halt uns gedacht, so, ja, mit allen rein, was irgendwie geht, die machen keine Skills und so weiter. Hier richtig, richtig Gas geben und so weiter. DPS ist gut und was weiß ich alles. Aber wie ihr schon seht, es war halt einfach. Es war nicht gut. Es war einfach die falsche Strategie. Normalerweise wird das Video jetzt hier 1 Stunde und 10 Minuten dauern. Also wir waren ja wirklich 70 Minuten in diesem Dungeon drin. Deswegen spielt sie aktuell auf 367% Geschwindigkeit ab. Ich denke, ich brauche nicht wirklich darauf eingehen, warum, wieso, weshalb. Genau, also das ist halt so ein bisschen die Sache aktuell. Ja, was kann ich noch sagen? Die Casino-Token, die Kolosseum-Token, die man hier rausbekommt, sind ziemlich nützlich. Solltet ihr euch auf CW noch nicht so gut auskennen und euch so fragen, warum sollte man das farmen, hat einen ganz großen Grund im Prinzip. Und zwar, ihr könnt euch damit Scrolls kaufen, mit denen ihr eure, also im Prinzip gleichen Scrolls kaufen wie für Angel Coins. Meiner Meinung nach ein bisschen günstiger. Damit könnt ihr euren Schmuck upgraden von plus 20 auf plus 30, das Set von plus 10 auf plus 20 und eure Waffen von, also ab Angelic plus 1. Wenn ihr das halt mit Angel Coins kauft, dann werdet ihr einfach arm und traurig und das ist kein Weg. Mit Angel Coins ist es unfassbar teuer und im Prinzip eigentlich unbezahlbar. Deswegen, wenn ihr das Ganze macht, wenn ihr euer Set upgradet, dann seid schlau und macht das hier mit Casino Token. Und gegebenenfalls macht es, glaube ich, sogar Sinn, Casino Token zu kaufen, also von anderen Spielern zu kaufen. Und insofern ist es halt eigentlich so die beste Methode, wenn ihr einfach sagt, okay, ich will es upgraden, dann kaufe ich mir Casino Token und oder ich farme die halt eben jede Woche. Also ihr könnt in der Woche, glaube ich, hier, oh Gott, 5-mal rein. Wenn ihr halt kacke seid, so wie wir an diesem Punkt, wo wir halt einfach mit viel zu vielen Leuten reingehen, ja, dann ist es halt nicht so lustig. Ich will einfach mal sagen damit, wenn ihr reingeht, dann macht's allein oder mit maximal 2 Spielern. Also halt nur mit Damage-Dealern. Keine Ringmaster, keine Tanks, nichts dergleichen. Keine Healer, auch nichts zum Holy Crossen. Also, beziehungsweise, falsch. Es macht Sinn, wenn ihr zum Beispiel den stärksten Spieler nimmt und der geht rein. Und alle anderen nehmen nur Ringmaster mit. Weil dann habt natürlich. Nee, warte mal. Das macht auch keinen Sinn. Ein Ringmaster. Also ein extrem starker Damage-Dealer und ein Ringmaster ist, glaube ich, so das, was noch Sinn macht. Also ansonsten. Ja, es ist halt eigentlich nicht so sinnvoll. Beziehungsweise muss ich sogar sagen, ein starker Damage-Dealer mit Holy Cross ist sogar am sinnvollsten eigentlich. Denn ihr habt immer das Problem. Ab einem gewissen Zeitpunkt machen diese Bosse so viel Damage, dass ihr euch kaum noch heilen könnt, denn ihr müsst irgendwann auf ST umstatten.
dann macht ihr nicht mehr genug Schaden, um euch voll zu heilen. Und mit Holy Cross verdoppelt sich natürlich nicht nur euer Schaden, sondern eben auch dann euer Sackblatt, also euer Lifesteal. Und das ist natürlich dann schon ein Weg, wo ich sagen würde, das macht Sinn. Das kann ich euch auch empfehlen, das würde ich machen. Solo geht natürlich auch ab einem gewissen Schaden. Oder natürlich, wenn ihr foodet, dann geht's immer, klar. Ja, also HP braucht ihr ungefähr so 170.000, wenn ihr alle 10 Runden schaffen wollt. Wenn ihr ein 150er Set habt auf plus 20 oder auch plus 18 oder so, dann reichen auch 150k ungefähr, vielleicht 153, 154k. Das ist halt so eine Sache, die ihr noch so bedenken müsst, also ja, genau. Also so in der Richtung würde ich euch das Ganze empfehlen. Ja, sobald euer Set im Prinzip eigentlich mal da ist, sobald ihr mal euer Set habt, sobald ihr genug Schaden macht und genug Damage Reduction habt, könnt ihr natürlich auch auf dem Hauptcharakter hier immer diesen Damage Reduction Skill anmachen, den ihr hier bekommt übers Partyfenster. Und dann ist das Ganze natürlich nochmal einfacher. Und ja, genau. Also das sind einfach so Wege und Mittel, die ihr gehen könnt. Mittel könnt ihr nicht gehen, aber Wege könnt ihr gehen. das sind einfach so Methoden, die ihr nutzen könnt. Das wollte ich sagen. Und ja. Ich glaube, recht viel mehr Tipps kann man und braucht man auch nicht mehr geben. Mir fällt das gerade zumindest eigentlich nichts ein, wo ich sagen würde, so ja, das müsst ihr unbedingt bedenken, das müsst ihr machen, das ist extrem wichtig oder so. Ich meine, ja, es gibt so ein paar Sachen, klar, aber ja, nee, eigentlich ist, also alles andere ist eigentlich eher überflüssig. Ich meine, ja, nee. Also das, wenn ihr habt, ist eigentlich alles top. Wie gesagt, HP musst du bedenken, Damage musst du bedenken. Es gibt natürlich da oben auch ein Time Limit. Aber ja, auch das ist eigentlich jetzt nicht mehr so krass. Also sobald ihr halt jetzt nicht mit so vielen Leuten drin seid wie wir, dann passt das eigentlich, finde ich, würde ich sagen. Genau. Was kann man sonst noch sagen dazu? XP gibt es noch, aber nicht mehr so viele. Ja, ich meine, es gab mal eine Zeit, da war es halt wirklich so richtig krass. Also da konnte man hier drin wirklich leveln. Da war hier Leveln stärker oder krasser als alles andere. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das... ja, also wie gesagt, macht XP-Stop aus, aber ist es schon sinnvoll, wenn es einfach, ich sag jetzt mal, nee, ich bin gerade rausgekommen, sorry, ich war gerade abgelenkt für einen Moment. wo waren wir denn gerade? Also ist es sinnvoll, dass die es geändert haben auf alle Fälle, das definitiv. Es war natürlich damals lustig und so, hier ein bisschen leveln und ich meine, hier haben wir teilweise damals Amplis angemacht und es war schon geil, es war schon wirklich lustig, aber naja, ich meine, es war natürlich schon auch alles so ein bisschen übertrieben, also das kann man halt eigentlich kaum leugnen. Die XP, die man hier gemacht hat, die waren schon echt heftig. Das ist wirklich way, way too much. Und deswegen... ja. Ich vermisse die Zeit, absolut. Weil nur leveln in Cascada oder in. Nee, hier leveln müssen in Sunfall immer. Das ist einfach auch nicht so geil. Also. Das ist halt mal witzig, so eine Zeit lang zu machen, aber. Ja. So extrem viel Spaß macht es einfach auch nicht, sagen wir mal so. Ist immer so eine begrenzte Zahl, so okay, du levelst halt irgendwie so und so viele Stunden da drin, dann macht es auch Spaß und so, aber ja. So hundertprozentig ist es halt auch nicht, also
ich meine, Sunfall und so, so leveln halt auf CW Life ist halt immer, es ist okay, aber so wirklich, so hundertprozentig, so hundertprozentig bockt es halt auch nicht, also, naja. Ich meine, ich kenn's ja selbst, oder? Ja, so ist es halt. Genau, hier sind wir bei Desmond, die gibt's zweimal, hier kann man übrigens super AFK gehen, wenn man, hier dieses Auto-Attack anhat, beziehungsweise das F-Tool mit, Auto angreifen und so. Ist eine nette Sache. Nutze ich halt immer. Spart ein bisschen Zeit, kann ein bisschen AFK gehen und so weiter. Und genau. Jetzt überlege ich gerade mal. Irgendwas, ja okay, Buffs und so, klar, an Buffs sollte man denken. Meine waren hier glaube ich entweder aus oder bin ich vorgestorben. Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Ich war vorher gerade ein bisschen abgelenkt. Auf jeden Fall, Buffs sind wichtig, aber ihr braucht keine Waffe mitnehmen. Also fürs Legendary Colosseum ja. Und ja gut, Legendary Colosseum ist glaube ich noch so der Topic, den wir als letztes angehen sollten. Da bin ich auch schon mal gefragt worden und ich denke mal, dass es einfach so eng mit Colosseum in Verbindung steht, ist es wichtig erwähnt zu werden. Das Legendary Colosseum ist an sich extrem geil für Level, nicht fürs Leveln, fürs Farmen, also ihr kriegt da eben auch die gleiche Anzahl an Casino-Token, aber nicht nur das, ihr kriegt halt eben auch ja, ich glaube, eine zufällige Zahl an von diesen Token, ich weiß es jetzt nicht genau, von diesen Boxen, von diesen Legendary Colosseum Boxen. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht genau, ob es zufällig viele waren. Ich habe damals, glaube ich, fünf habe ich, glaube ich, bekommen für einen Run. Ich habe auch nur einen gemacht. Und ja, ich habe natürlich dann selbst einen Tank ready gemacht dafür. Problem war einfach nur, irgendwie Leute zu finden. Das ist halt, es ist halt unmöglich. Es ist halt wirklich unmöglich. Es war mein Plan, dass ich das Ganze mache. Halt wirklich irgendwie 8 Leute zusammenkriegen, 3, 4 kriegt man immer zusammen und dann einfach noch ein paar Randoms, aber das war halt alles sehr. Wie soll man sagen? Es war sehr, sehr kompliziert. Es war sehr, sehr. Ich meine, fangen wir mal so an. Unser Farmpartner, einer davon, nee, eigentlich, wir hatten mehrere Farmpartner immer wieder. Problem war nur, die haben dann einfach alle nach und nach wieder weggequittet. Und wenn wir mal irgendwie so 1, 2 Leute mal mehr hatten, für Colosseum, dann war halt schon wieder einer weg. Und es war halt die ganze Zeit so, wir kamen nie an den Punkt, wo wir, ja, einfach genug Leute hatten, halt Colosseum zu farmen. Ich meine, klar, man findet dann schon irgendwie ein bisschen so ein paar Leute halt irgendwie über Discord und so weiter. Aber das ist es halt einfach auch nicht. Also für mich war das einfach nicht. Und halt die ganze Zeit die Leute zusammen trommeln und so. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf gehabt. Und ja, dann natürlich auch teilweise so ein bisschen die Zeitprobleme, beziehungsweise nicht die Sprachbarriere, aber die Zeitbarriere. Und zwar, es spielen halt viele Pinoys und die haben halt einfach eine komplett andere Zeit als wir. Und das große Problem an der ganzen Sache ist einfach so, die spielen halt meistens dann, wenn wir halt nicht spielen. Die spielen halt nachts. Also größtenteils zumindest. Und ich meine, für uns ist es halt schwierig, dann irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, wenn die halt dann abends oder nachts halt spielen und wir halt tagsüber spielen. Und ich meine, meine Lust ist halt irgendwie so Legendary Colosseum zu machen, um 1 Uhr, 2 Uhr nachts oder so, ist halt auch wirklich sehr begrenzt. Ich meine, klar, sind teilweise auch mal so 9 Uhr, 10 Uhr online, aber ja, teilweise haben die auch schon fertige Teams und so, da müsste wieder von uns einer draußen bleiben, hatten wir auch schon. Den Run, den ich gemacht habe, musste ich halt im Prinzip Catsy versetzen. Ja. Also es ist schwierig. Es ist halt echt schwierig. Ich weiß nicht.
ja, das ist im Prinzip einfach mal so die Sache, die Message, die ich da immer so überbringen will. Ja, ich meine, ich weiß nicht, also es macht halt schon Sinn, dass es halt irgendwie solche Legendary Modes und so weiter gibt. Verstehe ich absolut, habe ich schon Verständnis. Problem ist einfach nur, wenn man halt für alles immer halt 6 bis 8 Leute braucht, für alles Late bis Endgame, ja, ich weiß es nicht, es ist halt, bin ich jetzt nicht so ein Freund davon irgendwie. Klar, während der Season, wenn man eine eigene Gilde hat und so, das ist alles top, alles super, gibt's keine Probleme. Aber die Problematik an der Sache ist einfach, diese Leute zusammenzukriegen, ist irre. Es ist wirklich irre. Und ich will es auch nicht immer machen. Also, wenn man halt so ein stehendes Farmteam hat von x Leuten, alles top, alles okay. Aber das ist halt so nicht der Fall. Also, meistens hat man halt so 4, 5 Leute. Also, 4 muss es schon gut laufen. Ja. Also, dass man 4 zur gleichen Zeit hat, da muss es schon richtig gut laufen. Aber, naja, meistens scheitert es halt schon viel, viel früher leider. Also, da scheitert man halt dann eher schon so ein bisschen bei, dass man vielleicht mal nur 3 Leute hat oder so. Ja, also da hakt es dann halt schon, da hakt es dann schon enorm, muss ich sagen. Und ja, ich meine, was will man halt dagegen machen? Es ist, von 3 auf 8 Leute zu kommen, ist halt verdammt schwierig. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Tja, aber was für andere Möglichkeiten gibt es noch? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch jetzt gerade gar nicht so genau sagen, eigentlich. Ja, halt Randoms, ja, aber ich meine, mit Randoms farmt man halt auch jetzt nicht so gern. Also es gibt, ich meine, die meisten sind okay und ich habe damit eigentlich auch, ich sag jetzt mal, überwiegend positive Erfahrungen gemacht, aber es waren halt auch Leute dabei, wo ich mir gedacht habe, so, boah, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das mache ich nicht nochmal. Und die Erfahrung gab es natürlich dann schon auch leider und ja, teils auch relativ häufig, also es war mal so. Es gab mal so eine Zeit, da hatte man wirklich immer so die Creme de la Creme, einfach der Fleischspieler am Start. Mit denen es auch wirklich Spaß macht zu farmen und so. Das gibt es absolut. Und manchmal nimmt man halt Randoms mit und man denkt sich so, oh Gott, wo bin ich nur gelandet? Also das hatte ich leider recht oft auch, ja. Und meine Lust halt jetzt hier irgendwie ständig mit Randoms zu farmen, weiß nicht, also bin ich jetzt halt nicht so ganz der Typ irgendwie. Genau, also wir sind immer noch dabei. Alter, ich muss sagen, diese Folge wird halt echt, die wird nicht lang, sie ist kurz, sie ist auf 19 Minuten, glaube ich, geschnitten, oder 19 war es ja, aber es ist halt echt krass, wie lange wir da eben brauchen und so, ja. Aber ich meine, es ist ein anderes Konzept, mal so ein bisschen, du stehst mit so wenigen Charakteren wie möglich rein, statt mit so vielen wie möglich. Kann ich absolut begrüßen, ist eine nette Sache, ist auch so eine Art Solo-Dungeon im Prinzip. Gefällt mir. Könnte es eigentlich von mir aus auch gerne noch mehr davon geben. Ich weiß, es wird es nie geben, aber könnte es von mir aus geben. Und ja, das ist es im Prinzip eigentlich so. Genau, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.